Lerch und Partner, Ihr Generalunternehmer von Winterthur. Heute mit dem Immotyp. Ja, wir sind hier in Altenbechlein an den Fingen. Und hinter mir, man hört es schon, ist man fleissig am Bauen. Bei mir ist der Herr Späni von Impulse Immobilien. Herr Späni, was für ein Projekt entsteht hier? Ja, wir sind jetzt hier beim Projekt Vecchia Casa, wo im Hintergrund drei freistehende Einfamilienhäuser entstehen. Das ist die zweite Etappe. Eine erste Etappe haben wir bereits schon fertiggestellt und da sind die Leute auch eingezogen. Dort sind fünf freistehende Häuser entstanden. Es entsteht also etwas Neues in Alten. Was kann man sonst noch über die Umgebung sagen? Ja, die Umgebung Alten selber ist gut angebunden an Kleinhandelfingen. Also man erreicht es da in wenigen Minuten mit dem Auto bzw. oder in rund 15 Minuten mit dem Velo, wo sämtliche Einkaufsmöglichkeiten vorhanden sind. Es hat ein Migro, es entsteht jetzt auf den September ein Coop, es hat einen Denner. Also alles eigentlich in nächster Nähe. Wann kann man denn hier einziehen und wo muss man sich melden? Ja, also Grössenordnung kann man hier im Frühling, Sommer, nächstes Jahr einziehen. Und melden können Sie sich gerne bei der Firma Impulse Immobilien AG. Es würde uns freuen, wenn wir Sie weiterhin beraten dürfen. In Alten baut man 3,5 Zimmer Einfamilienhäuser mit Terrasse und Garten. Außerdem gehört ein grosser Keller, ein Bastel- und Wäscheraum und je zwei Tiefgaragenparkplätze mit direktem Zugang zum Haus dazu. Das Naherholungsgebiet mit der Tour bietet Abwechslung und höchste Wohnqualität. Weitere spannende Wohnprojekte finden Sie unter www.lerchpartner.ch/Angebote. Wir arbeiten darum für Ihre persönliche Entfaltung. Ja, Lerch und Partner erfüllt nicht nur Ihren Wohntraum, sondern ist auch als Sponsor tätig, zum Beispiel hier beim CSC Humlikon und beim internationalen Reitturnier. Herr Koller, wieso unterstützen Sie diesen Event? Es ist ein regionaler Anlass, der hier auf dem Platz Winterthur, also in Humlikon, stattfindet. Wir sind für Wohneigentum bekannt auf dem Platz Winterthur. Und ich finde den Anlass hier in Humlikon speziell, weil er eben nicht nur der Spitzensport, sondern auch Breitensport und vor allem auch ein Programm für die Leute stattfindet. Wir haben hier noch den UK-Präsidenten, Herr Freimüller. Was kann man von diesem Event erwarten? Wir sind seit Jahren bekannt für ein erfolgreiches Reitturnier, das heisst auch sportlich erfolgreich, hochstehend. Und wir warten auch dieses Jahr wieder einen Haufen sehr gute Reiter aus dem Ausland. Die praktisch ganze geschlossene Schweizer Elite ist da, weil wir innerhalb von dem CSC, vom internationalen Turnier, dieses Jahr auch noch die Elite-Schweizer Meisterschaft austragen dürfen. Und das ist für uns natürlich nochmal eine spezielle Herausforderung und freut uns auch ganz besonders. Daneben haben wir ganz klein angefangen und werden halt auch den Regionalsport nicht ganz vergessen. Und fangen darum auf eine Woche, Montag, Dienstag, mit den regionalen Reitern an. Und ab Mittwoch geht es international los. Freitag, Samstag ist dann die Schweizer Meisterschaft der Elitespringreiter der Schweiz. Wie sieht das Rahmenprogramm neben dem Reitsport noch aus? Ja, am Mittwoch haben wir unsere traditionellen Metzgeten. Das ist mittlerweile ein beliebter Anlass, ist die erste Metzgete in der Region. Und am Donnerstag haben wir unser bekannte Musikantenstadl. Am Freitag dann ein bisschen mehr für die Jungen. Da haben wir Disco mit einer guten Musikband. Und am Samstag auch noch mal. Das CSI Humlikon findet statt vom 28.08. bis 3.09.17. Also nicht verpassen, Tickets fassen.